Bauchspeicheldrüsenkrebs ist eine Erkrankung, die häufig sehr spät erkannt wird und oft am Anfang wenig klinische Symptome macht. Also der Patient merkt davon oft spät erst was. Und dann muss man sagen, ist bei vielen Patienten zum Zeitpunkt, wo die Erkrankung wirklich festgestellt ist, sie schon so weit fortgeschritten mit Metastasen, also Fernabsiedlung, dass man nur noch eingeschränkt tätig werden kann. Bei einer Bauchspeicheldrüsenkrebsoperation ist das Ziel, wenn man die Fernmetastasen, also Fernabsiedlung, ausgeschlossen hat, dass man dann den Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt, in dem der Tumor sitzt. Meistens ist es der Kopf, seltener auch der Bauchspeicheldrüsenschwanz, also der linke Teil. Es gibt auch mal Patienten, wo man letztendlich die ganze Bauchspeicheldrüse entfernen muss. Das richtet sich immer nach dem Befund und wird natürlich vor der Operation ausführlich mit dem Patienten besprochen. Nach so einer Bauchspeicheldrüsenoperation bei Bauchspeicheldrüsenkrebs muss der Patient ungefähr 2 bis 3 Wochen mit einer Behandlung im Krankenhaus rechnen. Nachdem langsam die Kost wieder aufgebaut wird, wird der Patient eingewiesen in das Leben hinterher. Das heißt etwas kleinere und häufigere Mahlzeiten, zum Teil Medikamente zur Unterstützung der Bauchspeicheldrüsenfunktion, eine Ernährungsberatung, die wir anbieten, und auch im Krankenhaus schon eine Betreuung, falls eine Blutzuckererkrankung, ein Diabetes eingetreten ist. Und zum Abschluss auch immer noch die Einbindung in eine Selbsthilfegruppe, das uns sehr wichtig ist, dass die Patienten hinterher auch mit Gleichbetroffenen sozusagen sich austauschen können.